Heute bei Achtung Reichelt alles über den zurückgetretenen Staatssekretär Patrick Greichen. Unglaubliche Details. Nicht nur hat er versucht, seiner Schwester 600.000 Euro Steuergeld zukommen zu lassen für ihre kleine Umweltorganisation, sondern er hat auch noch vergessen, dass er sich mit seinem besten Freund duzt, seit er ihn kennt. In einem Vorstellungsgespräch hat er ihn gesiezt, damit niemand merkt, dass es sein bester Freund ist. All diese Details in diesem Video. Schauen Sie es zu Ende. Sie werden aus dem Staunen nicht mehr rauskommen. Und vor allem teilen Sie es mit Ihren Freunden, mit Ihrer Familie, mit allen Menschen, die Sie lieben. Los geht's. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Manche Politiker fürchten die sprichwörtlichen Leichen im Keller. Bei Wirtschaftsminister Robert Habeck waren es am Ende zu viele Greichen im Keller. Der ideologische Anführer der Grünen Partei, Kinderbuchautor und Vordenker der grünen Planwirtschaft verliert seinen wichtigsten Mann in einem beispiellosen Skandal von Vetternwirtschaft. Seit der Zeit, in der Deutschland noch von Fürsten und Grafen vom Adel regiert wurde, hat niemand mehr so unverhohlen seine eigene Familie versorgt wie Habecks Staatssekretär Patrick Greichen. Grün ist die Farbe der Hoffnung, vor allem der Hoffnung, dass der eigene Bruder, Schwager, beste Freund einen schon mit fetten Aufträgen und Steuergeldern versorgen wird. Wenn die Grüne Partei das Klima schützen will, dann meint sie vor allem das Investitionsklima in der eigenen Familie. Bei der Grünen Partei heißt der Vetter Vetter, weil sein Konto immer fetter wird. Staatssekretär Patrick Greichen musste am Ende gehen, weil jemandem im Ministerium aufgefallen war, dass er dem Umweltverein seiner eigenen Schwester 600.000 Euro Fördergelder genehmigen wollte. 600.000 Euro Steuergeld für die eigene Schwester. Ach ja, und wer ist Patrick Greichens Schwester? Die Ehefrau von Robert Habecks anderem Staatssekretär Michael Kellner, einer der mächtigsten Männer in der Grünen Partei. Das gibt es sonst nur bei den Scheichs, vor denen Habeck sich gerne so ehrfürchtig verneigt. Hier erklärt Robert Habeck, warum er Patrick Greichen am Ende fallen lassen musste. Entsprechend der Vorlage hat am 30.11.22 Patrick Greichen eine Liste mit drei Projektskizzen gebilligt. Eines dieser Projekte stammt vom BUND Landesverband Berlin mit einer Fördersumme von knapp 600.000 Euro. Es ist noch kein Geld geflossen, aber das Projekt wurde mit der Abzeichnung als förderwürdig eingestuft. Die finale Förderentscheidung war damit im Prinzip nur noch eine reine Formsache. Es ist der Landesverband, nicht der Bundesverband. Allerdings ist im Landesverband Berlin die Schwester von Patrick Greichen Vorstandsmitglied. Sie hat zwar keine formale Vertretungsbefugnis, war aber laut Vereinsregister bis Mai 2022 Landesvorsitzende. Insofern ist es, wie die tiefere Prüfung zeigt, als Compliance-Verstoß zu bewerten. Diese Vorlage hätte Patrick Greichen laut Compliance-Regel weder vorgelegt werden dürfen, noch hätte er sie abzeichnen dürfen. Es muss schon allein der Anschein der Parteilichkeit vermieden werden und das ist hier nicht eingehalten worden. Ein Staatssekretär genehmigt seiner Schwester und der Ehefrau des anderen Staatssekretärs 600.000 Euro Fördergelder. Was an dieser Clanwirtschaft so besonders obszön ist, ist ihre Plumpheit. Diese Leute gehen nicht davon aus, dass wir es nicht merken oder niemals erfahren. Es ist ihnen einfach egal, ob wir es merken. Und noch etwas lehrt uns die Greichen-Affäre. Was die Grüne Partei tut, das tut sie immer aus dem Gefühl einer moralischen Überlegenheit heraus. Was die Grüne Partei bei anderen abfällig Lobbyismus nennt, das heißt bei ihnen selbst ganz nobel Denkfabrik. Denkfabrik. Was die Grüne Partei bei anderen anrüchig findet, gilt bei ihnen selbst als ehrenwert. Ihr Ziel heiligt alle Mittel. Wenn sie sich gegenseitig bereichern, dann glauben sie, sie tun es fürs Land. Patrick Greichen geriet ins Rampenlicht, weil er einen seiner ältesten Freunde und Trauzeugen zum Chef der Deutschen Energieagentur machen wollte. In den letzten Tagen musste Greichen dann eingestehen, dass er ihn im Gespräch mit der Bewerbungskommission gesiezt hatte. Obwohl er ihn natürlich sein Leben lang geduzt hat. Was könnte wohl der Grund dafür gewesen sein? Hatte Greichen vergessen, dass er seinen besten Freund doch eigentlich duzt? Oder wollte er die Menschen in die Irre führen, die eigentlich dafür sorgen sollen, dass es keine Freundschaftsdienste auf Steuerzahlerkasten gibt? Entscheiden Sie selbst. Fragen Sie sich einfach,
aus welchen Gründen sie ihren besten Freund siezen würden, wenn andere Menschen dabei sind. Die Greichen-Affäre belegt auch, wie wichtig es ist, dass es in diesem Land neue Medien wie Achtung Reichelt gibt. Denn die familiären Verstrickungen des Greichen-Clans, die nun zum Sturz des Staatssekretärs geführt haben, waren kein Geheimnis. Nur wollte kaum ein Journalist darüber berichten. Bis im November 2022 dann wir darüber berichtet haben. Hier noch einmal zur Erinnerung. Kurz vor der letzten Wahl durfte Greichen in der Bundespressekonferenz noch als Lobbyist Politikempfehlungen präsentieren. Schauen Sie. Wir wollen, dass neue erneuerbare Energien gebaut werden, dass neue klimaneutrale Stahlfabriken gebaut werden, dass eine Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut wird. Wir müssen schnell investieren. Und deswegen räumen wir alle Hindernisse, die da sind, auch aus dem Weg. Alles aus dem Weg. Hier kommt Greichen, wir räumen alles aus dem Weg. Nur wenige Monate, nachdem dieser knallharte Lobbyist die Forderung seiner Öko-Klientel aufgestellt hatte, wurde er von Robert Habeck zum verbeamteten Staatssekretär in seinem Ministerium gemacht. Genauso wie dieser Mann hier, Michael Kellner. Michael Kellner hat Politik studiert und war bisher ausschließlich grüner Parteiapparatschik. Er hat von Volkswirtschaft, Industrie und Unternehmertum überhaupt keine Ahnung, passt also perfekt zu seinem Minister, dem Vollzeitphilosophen und Kinderbuchautor Robert Habeck. Kellner und Greichen, die Arbeit für Robert Habeck, ist nicht das Einzige, worüber sich die beiden Hobbyökonomen nach Feierabend unterhalten können. Denn verheiratet ist Michael Kellner mit dieser Frau, Verena Greichen. Verena Greichen wiederum ist die Schwester von Patrick Greichen. Wenn Sie nun denken, naja, irgendwie schon komisch, zwei Staatssekretäre im Wirtschaftsministerium, die faktisch miteinander verwandt sind. Aber egal, wer weiß, vielleicht können sich die beiden ja auch nicht ausstehen. Und solange Verena Greichen sich aus dem ganzen Politikzeugs raushält, aber nein. Verena Greichen ist Vorsitzende des Umweltverbandes BUND in Berlin und Senior Researcherin beim sogenannten Öko-Institut mit dem Schwerpunkt Energie- und Klimapolitik. Senior Researcherin, nicht schlecht. Das Öko-Institut, für das die Schwester von Staatssekretär Greichen und Ehefrau von Staatssekretär Kellner arbeitet, ist nichts anderes als eine Politikberatung. Sie erhält Geld für grüne Studien und wird dafür unter anderem vom grün geführten Bundeswirtschaftsministerium und vom grün geführten Bundesumweltministerium bezahlt. Nochmal, Robert Habeck hat einen lupenreinen Lobbyisten zum Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium gemacht. Der zweite Staatssekretär ist nicht irgendwer, sondern sein Schwager und die Schwester bzw. Ehefrau der beiden Staatssekretäre arbeitet für eine Beratung, die bezahlte Studien für das Ministerium erstellt. Immer noch unglaublich. Dieses Achtung Reichelt-Video über die grünen Öko-Rafkes sahen bisher 600.000 Menschen auf YouTube. 600.000! Oder wie Patrick Greichen sagen würde, ein Förderantrag meiner Schwester. Damit begann es. Damit begann, was nun in einem Politskandal endete. Das belegt, was wir Ihnen hier immer wieder sagen. Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung. Sie haben eine Stimme. Wenn wir gemeinsam Fragen stellen, dann werden diese Fragen irgendwann unüberhörbar. Sie gehören zur überwältigenden Mehrheit in diesem Land, die solche Zustände vielleicht über sich ergehen lässt, erduldet, aber eigentlich nicht will. Die Greichen-Affäre zeigt, Sie sind nicht machtlos. Wir sind nicht ohnmächtig. Die Kraft von Journalismus liegt in wahren Worten. Wahre Worte werden sich immer ihren Weg bahnen und genug Menschen erreichen, ihnen aus der Seele sprechen, um etwas zu verändern. So wie im Fall Patrick Greichen. Patrick Greichen, der Architekt von Habecks Wärmewende, das Gehirn hinter dem grünen Heizungswahnsinn, mag nun abgetreten sein, aber das ändert nichts daran, dass die Politik in unserem Land immer noch maßgeblich von Ideologen bestimmt wird, die von 85% der Menschen eben nicht gewählt worden sind. Patrick Greichens Abgang ändert nichts daran, dass wir in einem Zeitalter der Politik leben, die sich gegen die Mehrheit der Menschen richtet. Aber Patrick Greichens Abgang zeigt, dass wir etwas daran ändern können. Und das ist eine gute Nachricht. Über die Greichen-Affäre wollen wir nun sprechen mit unserer unbequemen Nachbarin Eva Vladinger-Brock. Heute in Rom. Eva, herzlich willkommen. Vielen Dank, Julian. Eva, dieser Skandal um Habecks Staatssekretär Patrick Greichen hat uns in Deutschland jetzt mehrere Wochen lang beschäftigt. Erst hat Habeck gesagt, er hält zu ihm, er würde keine Menschenopfer bringen. Jetzt hat er ihn doch geopfert.
Wie blickt Europa, wie blickst du auf diese Affäre? Ja, ich kann eigentlich nur sagen, dass es natürlich am besten das schlimmste Nepotismus ist, aber eigentlich sollten wir nur sagen, was es wirklich ist. Es ist natürlich reine Korruption. Und dass wir das schon wieder sehen in Deutschland, das sagt schon etwas über diese ganze Zeitgeist von unseren Ländern in Europa heutzutage. Bananenrepublik, das ist ein Wort, das wir schon oft benutzt haben. Und was ich bemerkt habe, ist, dass es hier in den Niederlanden zum Beispiel kaum keine Nachrichten gab über diese ganze Geschichte. Vielleicht, weil wir daran so gewöhnt sind, auch hier, dass wir da überhaupt nicht mehr überreden. Aber das alles macht es natürlich total nicht besser. Also ja, ganz Ehre, aber keine Überraschung. Vielleicht habt ihr auch keine Nachrichten darüber gehört, weil man hier in Deutschland auch kaum Nachrichten darüber gehört hat. Die Tagesschau, das darf man jetzt in diesem Moment, wo Patrick Reichen abgetreten ist, nicht vergessen, hat tagelang, als dieser Skandal hochkam, kein einziges Wort darüber berichtet, weil das ja die Klimaziele und die Wärmewende gefährden könnte und nichts darf die politischen Ziele, auf die sich Journalisten und Politiker in der Hauptstadt geeinigt haben, gefährden. Erst hat Robert Habeck also seinen Staatssekretär geschützt, jetzt hat er ihn doch fallen lassen. Angeblich, weil neue Dinge hochgekommen sind, 600.000 Euro für die Schwester. Was glaubst du, steckt dahinter? Er hat sich selbst geschützt. Also das war natürlich seine ganze Idee. Deswegen hat er erstmal probiert, um Gretchen zu schützen. Und jetzt, wenn es ihm zu heiß geworden ist, hat er gesagt, oh, vielleicht doch einen Fehler zu viel. Jetzt ist es natürlich schädlich für mich persönlich. Also das ist nur, glaube ich, die ganze Idee, die Habeck da hat gehabt. Er hat nur gedacht, jetzt ist es gefährlich für mich persönlich. Und von Gretchen können wir alles sagen, aber er hat am mindesten versucht, seinen Familien und seinen Freunden zu helfen. Ein richtiger Familienmann, aber trotzdem schon ziemlich korrupt. Also Habeck respektiere ich eigentlich persönlich noch weniger als diesen Gretchen, diesen Typ. Also ja, das ist eigentlich ganz, ganz typisch. Es ist so ein bisschen wie ein Ehemann, die seine Frau so betrogen hat zum Beispiel und dann erwischt wird und eigentlich mehr, es tut ihm mehr leid, erwischt zu worden, als dass er wirklich versteht, dass er einen Fehler gemacht hat. Weißt du, ein bisschen so, tut mir leid, that I got caught, aber nicht, dass er es getan hat. So etwas. Ich finde ja besonders bemerkenswert, dass es für Habeck okay war, wir haben hier drüber gesprochen, wenn man den Trauzeugen, den besten alten Freund, mit einem Topjob versorgt, aber wenn die Schwester profitiert, ist das ein Fehler zu viel. Welche bizarren Moralmaßstäbe werden da angelegt? Wieso darf ich meinen Trauzeugen und besten Freund versorgen, aber nicht meine Schwester? Ist das nicht vielleicht sogar sexistisch? Ja, auch ja. Das ist so ein bisschen wie eine Moral, die es gibt hier so in Sizilien oder so etwas, die wir sehen mit den Mafiosi. Aber das gibt es leider auch in Deutschland. Und ich habe verstanden von eurer Luisa Neubauer, dass es besser ist, trotzdem eine Doppelmoral zu haben, als keine Moral. Also vielleicht erklärt das die ganze Geschichte bei euch. Ja, besser Doppelmoral als keine Moral. Das Irre ist, dass es diese Leute auch wirklich glauben. Die glauben tatsächlich, ja, dass Doppelmoral mehr ist als Moral und viel, viel mehr als gar keine Moral. So endet es dann. Ja. Aber kommen nur für diese Leute natürlich, weil sie glauben, dass sie die guten Leute sind, also die können überhaupt keine Fehler machen, aber für uns, also wenn wir an der rechten Seite zum Beispiel so etwas machen, dann ist es natürlich Nepotismus, also böse Lobbyismus und so weiter und so fort, aber wenn sie es machen, ist es nur eine Think Tank oder dann gibt es eigentlich nur gute, good intentions. Eine Denkfabrik. Also, eine Denkfabrik. Da werden einfach kluge Gedanken hergestellt. Robert Habeck und Patrick Reichen haben sogar beide gesagt, dass diese Fehler natürlich nur passiert sind, weil Patrick Reichen so abgelenkt davon war, die große Wirtschaftskrise, die Energiekrise vom deutschen Volk abzuwenden, dass er einfach ein bisschen unaufmerksam geworden ist. Ja, und man muss sich also vorstellen, er war so damit befasst, die Energiekrise abzuwenden, dass er sich nicht mehr erinnern konnte, dass er seinen besten Freund eigentlich duzt. Ja, so abgelenkt war er. Und das zeigt ja, mit welcher Inbrunst und welcher Leidenschaft und welcher Intensität und welchem Engagement diese Leute fürs Land, fürs Vaterland arbeiten, dass sie nicht mal mehr ihren besten Freund erkennen. So gestresst muss man erst mal sein. Kommen wir zu einem weiteren grünen Herzensthema, was euch in den Niederlanden gerade bewegt, nämlich Windräder.
In den Niederlanden wurden jetzt Windräder, Offshore-Windräder, also Windräder am Meer oder im Meer, zum Schutz von Zugvögeln gestoppt. Die Tagesschau meldet, Windräder zum Schutz von Zugvögeln gestoppt. Der rasche Ausbau der Windkraft bedroht immer mehr das Leben von Zugvögeln, so berichtet es die Tagesschau. Nun haben die Niederlande die Turbinen von Windparks vorübergehend abgeschaltet, um den Tieren einen sicheren Durchzug zu ermöglichen. Und da habe ich jetzt eine Frage. Erstens natürlich, was ist da los bei euch? Aber zweitens, das war doch eine ganz üble rechte Verschwörungstheorie, dass Windräder gefährlich für Vögel sind, oder? Seid ihr jetzt auf eine Verschwörungstheorie reingefallen? Ach, wie immer. Also die Wahrheit kommt immer ans Licht. Ja? Also, aber was erstmal eine Verschwörungstheorie heißt, das ist jetzt, also 6 Monate später ist es natürlich die Wahrheit. Und das sehen wir hier wieder. Also es ist die alte Geschichte, diese ganze Klimaaktivisten, unsere Regierung, die sagen, ja, die Welt geht runter und wir brauchen all diese Windturbinen und so weiter und so fort. Und wir sollen auch mal, jetzt hat unsere Minister gesagt, mehr als 28 Milliarden Euro dafür benutzen, um, ich glaube, am mindestens 30.000 von diesen neuen Windturbinen zu in das Meer zu niederzusetzen. Aber wir schalten sie trotzdem ab, wenn es Probleme gibt für Zugvögeln. Und das war alles auch eine Verschwörungstheorie. Wir haben eigentlich nur nicht daran gedacht, dass es vielleicht ein Problem gab für diesen Vögeln, aber es gibt es trotzdem und jetzt schalten wir die ab. Also das zeigt wieder, wie total realitätsfern diese Leute sind, dass diese Energiequelle total ineffektiv ist und wie, ja, das eigentlich, wie die Leute total in einem Wahn, also einen Tunnelvision gekommen sind und dann mal vergessen sind oder so etwas, dass es ein Problem gab für diese Vögel. Wie kann das überhaupt sein? Ich glaube das persönlich total nicht. Aber jetzt haben wir trotzdem das Problem, dass wir diesen Windturbinen schon gezahlt haben, sind da schon, sind mega hässlich auch noch und jetzt ziehen sie still. Okay, ganz gut. Also das ist wirklich die ganze Klimaagenda, das ist das ganze Funktionieren von die Linken in einem Satz. Ja, das ist, was passiert. Ja, das ist am Ende das Wesen der Ideologie, dass das eine hehre Ziel am Ende irgendwie dann mit dem anderen Ziel kollidiert und es auffrisst, wie früher im Computerspiel Pac-Man oder sowas. Ja, und das, was uns alle befreien soll, die Freiheitsenergie Windkraft, am Ende dann eben doch nicht viel mehr ist als ein Vogelschredder. Wir haben jetzt in Deutschland keine Atomkraftwerke mehr, importieren fleißigst Atomstrom aus Frankreich. Wusstest du, dass in Finnland jetzt ein Atomkraftwerk ans Netz gegangen ist, ein Atomkraftwerk, und den Strompreis dadurch im Land um 75% gesenkt hat. 75%. Irre, oder? Total irre, aber das zeigt wieder, dass wir keine Klimakrise haben, wir haben eine Führerskrise, okay? Also unsere Regierung, die diese Entscheidungen macht, also wie die Deutsche, um ihre Atomkraftwerke zum Beispiel abzuschalten, die kreieren eine neue Krise und ihr zahlt dafür. Also wenn es jetzt diese Beispiele in Finnland gibt, aber auch in Ungarn zum Beispiel, wo sie anfangen, diesen Kernkraftwerken zu bauen, ja, dann können wir eigentlich nur sagen, ja, diese Leute wollen, dass wir arm sind. Die wollen, dass wir kein Geld mehr haben. Die wollen, dass wir verhungern. Die wollen, dass wir es kalt haben ins Winter. Es ist alles absichtlich. Und das sage ich, glaube ich, in jedem Video fast mit dir, wenn wir darüber reden. Aber wir sollen das trotzdem gut verstehen. Diese Leute haben nicht unseren besten Interessen, also at heart. Das ist der Wahrheit. Und wenn wir das nicht sehen, wird sich nie etwas ändern. Sie glauben einfach, dass der Sozialismus diesmal funktionieren wird, weil Sie es richtig machen, und zwar grün. Grüner Sozialismus wird sicher funktionieren. Liebe Eva, vielen Dank wie immer für dieses Gespräch. Vielen Dank, Julia. Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu teilen mit den Menschen, die Sie lieben, damit auch die Achtung Reichelt endlich sehen. Und vor allem, entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben. Und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.